Ja, bevor du ins Opernhaus in Zürich gehst, musst du beim Sternengrill vorbeigehen. Ja, das ist Zürich. Yes! Die große Kulturdebatte. Uiuiuiui. Teach. The thing taught teach our kids. And the thing has 200 years is knowledge based. And we cannot teach our kids to compete with machine. Who is smarter? Es geht um die Jugend, es geht um die Zukunft. Wenn die Besitzstandwahrenden die Besitzstandwahrung vorwerfen. Oktober 2017, hier also das Beispiel, ein Junger macht diese Unterscheidung, Junge, Alte, und Thomas Held geht dann dazwischen. Gestern war es also Samuel Schwarz, welcher diese Unterscheidung gemacht hat. Es ist einfach immer Quatsch, und Thomas Held hat eine wunderschöne Antwort gebracht. Das Thema ist sowas von durchgenudelt und eigentlich in den 2000 längst, also... Das ist ja dann das Dreieck gewesen da aus Frankreich, gell? Da, Bourdieu, Botalski, Chapello, Robert Castel. Hä? Und ohne Franz Schultheiß wüssten wir nichts davon. So, hey, das ist alles bekannt, und wow, deshalb freue ich mich auf morgen. DFG Arbeit. Hashtag. Wann kam der? Auch 2000. Hey, Video anhalten, alle Links in der Videobeschreibung. Du, die Regierungsrätin hat es ja gestern gesagt, diese Kunsthochschulen haben sich enorm expandiert. Da hat sich etwas Riesiges umgestellt, und wir diskutieren so schwach. Wer arbeitet hier? Ein Ingenieur. Siehst du, es sind Arbeitsplätze noch an, wer hier arbeitet? Michael Grübler hat vor Jahren gesagt, Verwaltung verschwindet in einer App zum Beispiel. Der Beruf des Bahnhofvorstandes, du, das war mal, der hat am Morgen früh die Uniform angezogen. Wow. Das kann sich die Kreativwirtschaft noch nicht so richtig vorstellen, dass diese Bahnhofsvorstände in den letzten 20 Jahren kreativer waren als sie. Im Umgang mit Social Media wäre das leicht zu zeigen. Sie haben 2 offizielle Hashtags ausgegeben. Gestern Abend aber, naja, am Abend selbst, habe ich das Internet vollgemacht. Wenn du ohne Hashtag twitterst, granularisierst du nicht deine Filterbubble. Wenn du einen Hashtag ausgibst, verlierst du die Kontrolle und wirst dann jammern. Das Internet ist voll. Sie retten gerade die digitale Kultur. Und tschüss. So sieht's aus. Seit 2001 ist Wikipedia unterwegs. Seit 2015 läuft Wikidata. Was wir von Wikipedia lernen könnten.